Was heute passiert ist an der Wall Street, meine Damen und Herren, ist rein zufällig, war 0,0 vorhersehbar, ist eine totale Überraschung, oder? Oder hat das eine gewisse Logik? Ich meine, es hat eine sehr große Logik, eine geradezu überragende Logik. Und diese Logik lautet so, die Fed hat eine hawkische Wende vollzogen und die Märkte beginnen das mehr und mehr zu begreifen. Wer hat denn eigentlich profitiert von der massiven Liquidität, die hier in die Märkte geschüttet wurde? Es waren unprofitable Tech-Unternehmen und es waren Unternehmen, die sowieso schon zu teuer sind, weil wahnsinnig viel Hoffnung drin ist, also massive Bewertungen der Fall sind. Aber wenn Liquidität da ist, dann ist es eh schon wurscht, hat man sich gesagt und hat besonders diese Werte nach oben getrieben, hat Junk nach oben getrieben, hat Unternehmen nach oben getrieben, die 0,0 Geschäftsmodell haben oder zumindest ein Geschäftsmodell, das im Mindesten fragwürdig ist, das nicht wirklich funktioniert. Mit der Hoffnung, irgendwann funktioniert es vielleicht wieder, aber das ist eben jetzt in Zeiten, wo jetzt dann die US-Notenbank die Liquidität nicht mehr so üppig geben wird, eben in Frage gestellt. Und deswegen sehen wir das, was wir heute sehen. Das hat eine gewisse Logik. Also, es gibt zwei Sektoren, die besonders betroffen sind. Unprofitable Tech-Unternehmen und Unternehmen, die schlichtweg zu teuer sind, die irrsinnige Bewertungen haben. Und die Freude, die Euphorie geradezu, als heute um 14:30 die US-Arbeitsmarktdaten kamen, die hat deswegen nicht lange gehalten. Und ich will auch mal zeigen, anhand der US-Arbeitsmarktdaten, warum es völlig logisch ist, dass sie nicht gehalten hat. Denn die Daten waren viel besser, als sie auf den ersten Blick ausgesehen haben. Also wir hatten nur 210.000 neue Stellen. Erwartet eigentlich 550.000. Damit hatte keiner gerechnet. Das war wirklich sehr, sehr schwach. Zumal die Komponentenbeschäftigung in den Einkaufsmanager-Indizes, die US-Erstanträge in den letzten Wochen, alle top waren. Da kann man überhaupt nicht meckern. Das waren wirklich gute, gute Zahlen, die da gekommen sind, und dementsprechend die Überraschung, das war ein sogenannter 5-Sigma-Miss, also eine Abweichung, 5 Standardabweichungen, also schon ganz, ganz herb, das war schon wirklich eine Enttäuschung. Aber die Aktienmärkte haben sich gesagt, super, dann ist die Fed nicht mehr in der Lage, das Tapering so durchzuziehen, so schnell durchzuziehen, schneller durchzuziehen, als sie es ursprünglich angekündigt hatte. Und alles ist gut, also laufen wir mal nach oben. Aber schauen wir uns die Daten mal genauer an. Und dann sehen wir Folgendes. Erstens, die Arbeitslosenquote auf 4,2% gefallen. Jetzt muss man wissen, es gibt zwei unterschiedliche Bemessungen oder zwei unterschiedliche Herangehensweisen an diese Arbeitsmarktdaten. Es gibt einmal das, was die Unternehmen sagen. Das fließt in diese Berechnung der neuen Stellen ein, die heute ja so enttäuscht hat mit 220.000 Stellen. Das ist das Erste. Aber es gibt auch eine sogenannte Household Survey, also eine Umfrage unter den Haushalten in den USA, wo gefragt wird, hast du einen Job, hast du keinen Job? Und laut dieser Haushaltsumfrage gab es nämlich 1,136 Millionen neue Jobs, also weit über 1 Million neue Jobs faktisch. Das fließt aber eben nicht in die Berechnung der neuen Stellen ein, sondern fließt nur ein in die Berechnung der Arbeitslosenquote. Deswegen ist die Arbeitslosenquote nach unten gegangen auf 4,2%, hatte auch keiner mit gerechnet. Und dementsprechend haben sich die Zinsmärkte diese Daten ein bisschen intelligenter angeschaut als die Aktienmärkte, die erstmal gesagt haben, Headline-Zahl ist schlecht, hurra, kein Tapering. Aber da war die Euphorie von Anfang an nicht gegeben bei den Zinsmärkten, bei den Anleihemärkten. Und jetzt kommt noch etwas dazu, was die Commerzbank hier sehr schön herausarbeitet. Das Arbeitsvolumen, also die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, ist deutlich stärker gestiegen als die Beschäftigung. Das heißt, die Leute haben länger gearbeitet. Warum arbeiten sie länger? Weil die Arbeit es nicht schaffen, neue Leute zu finden, weswegen die bestehenden Arbeitnehmer, die also in dem Unternehmen sind, mehr arbeiten müssen, um das Volumen überhaupt noch an Arbeit bewältigen zu können. Also das zeigt ganz klar, dass die Unternehmen Probleme hatten, Leute zu finden. Es ist also nicht jetzt ein Zeichen, dass etwa der Arbeitsmarkt schlecht läuft, sondern es ist ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt hervorragend läuft. Also die US-Unternehmen nicht die Leute finden, die sie brauchen. Dementsprechend eben auch weniger Stellen geschaffen wurden, zumindest in der Headline-Zahl. Das zeigt schon mal, dass eben diese Interpretation der Aktienmärkte am Anfang dieser Euphorie über die vermeintlich schwachen Zahlen eben völlig daneben lag. Und sie lag auch deshalb daneben, weil eben das Entscheidende ist, die Fed will jetzt die Inflation bekämpfen und die Daten
hätten das sowieso vom Arbeitsmarkt nicht hergegeben, zu sagen, ja, das konterkariert jetzt unsere Absicht, diese Inflation zu bekämpfen. Inflation ist jetzt die Nummer 1 Priorität. Das sollten die Aktienmärkte jetzt einfach mal kapieren. Und das hat ihnen dann auch ziemlich standepede James Ballard gesagt, der eben jetzt ab 2022 auch wahlberechtigt ist innerhalb der Fed bei den geldpolitischen Abstimmungen. Der hat gesagt, danger is we'll get too much inflation. Hat also nochmal diese Inflation als oberste Priorität ganz klar hervorgehoben. Er hat gesagt, das ist die ganz große Gefahr, die wir bekämpfen müssen. Der Arbeitsmarkt wird weiter dramatische Erholungen sehen, sagte James Ballard. Da ist überhaupt kein Problem und er möchte bald live gehen, Live-Meetings haben. Das heißt Meetings, auf denen wirklich diskutiert werden kann, ob jetzt die Zinsen schon angehoben werden. Die Märkte, ups, das haben wir uns anders vorgestellt und waren ein bisschen entsetzt. Wir sehen hier plumps die US-Indizes, standepede nach unten, aber vor allem der Nasdaq nach unten. Tech-Unternehmen, unprofitable Tech-Unternehmen. Auf der anderen Seite die Zinserwartungen, die in den Fed Fund Futures eingepreist sind, untere Grafik, nach oben. Also eigentlich ein ziemlich klarer Verlauf. Die Märkte, die Aktienmärkte hatten gedacht, super schlechte Zahl, damit irgendwie dieses beschleunigte Tapering vom Tisch. Die Fed hat klar gemacht, nein, Inflation oberste Priorität, nichts vom Tisch. Außerdem waren die Arbeitsmarktdaten gar nicht so schlecht. Das ist die ganze Logik dahinter. It's the taper, stupid. Es geht um das Tapern, es geht um die potenzielle Entziehung von Liquidität, nachdem Tapering abgeschlossen ist, was wahrscheinlich nach derzeitigem Stand, kann sich ja alles wieder ändern, April der Fall sein wird, dann könnten Zinsanhebungen kommen. So zumindest das, was jetzt die Zinsmärkte eben einpreisen. Und jetzt versetzen wir uns mal zurück in den Dezember 2018, damals als Jerome Powell gesagt hatte, ja, also wir haben die Bilanzreduzierung auf Autopilot, damals die Märkte völlig auf dem falschen Fuß erwischt, sind 20% nach unten gekracht. Dann hat Paul Anfang Januar kapituliert und gesagt, habe ich alles nicht so gemeint. Und so sagt Sven Henrik jetzt, die Märkte sagen der Fed, wir werden fallen, bis du endlich das stoppst mit dieser ganzen hawkischen Rhetorik. Also das werden unruhige Zeiten. Die nächste Fed-Sitzung ist ja, glaube ich, 15. 16. Dezember. Bis dahin wird es richtig unruhig. Vielleicht ist die Fed dann schon so weich gekocht, das kommt eben auf den weiteren Verlauf jetzt an, dass sie sagt, okay, wir nehmen mal alles zurück. Aber viele haben sich jetzt schon anders positioniert, haben gemerkt, das wird eine schwierige Geschichte. Das Put-Call-Ratio ist deutlich nach oben gegangen. Also es sind viele Absicherungen eingegangen worden, wahrscheinlich von Long-Portfolios, die dann durch Puts eben ein bisschen abgesichert werden. Also da hatten viele Institutionelle haben darauf reagiert. Ich hatte heute Morgen, glaube ich, oder gestern Abend schon gesagt, dass eben vor allem Hedgefonds verkauft hatten. Jetzt ist Volatilität zu erwarten. Wir sind jetzt mit einem VIX so um die 30 am Start. Das ist, bedeutet, dass faktisch dann am nächsten Tag, am nächsten Handelstag dann durchschnittlich eine Volatilität von 1,1% zu erwarten ist, also eine Indexveränderung. Und jetzt wollen wir uns mal die Opfer der heutigen Bewegung anschauen. Meine zweitbeste Freundin Cathie Wood hat es heute ein bisschen erwischt, minus 7%. Heute allein der ARK K, jetzt heißt der Eiche ARK. Das ist auch kein Zufall, eine etwas messianisch veranlagte Dame, die glaubt, dass eben Technologie, unprofitable Tech-Unternehmen irgendwann die ganz große Zukunft gehört, aber vielleicht ist ihr Portfolio bis dahin platt, denn Liquiditätsentzug, all das, was vorher die Boote gehoben hat, wenn dann das Wasser abfließt, dann sieht man, wer wirklich ganz nackt dasteht und ein bisschen rausstehende Rippen hat. Jedenfalls sehen wir, dass ARK jetzt schon 40% unter dem Hoch im Februar ist, während der S&P 500 um und bei 4% unter seinem Hoch ist. Hier sehen wir das unten in der Grafik nochmal, wie stark der ARK abgeschmiert ist. Dann meine zwei Lieblingsaktien, GameStop. Massiv unter Druck, AMC Entertainment, also jene Aktien, von der es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht so ganz verstehe, religiös veranlagte Leute gibt, die sagen, denen gehört ganz toll die Zukunft. Das ist alles nur ein Phänomen von Liquidität gewesen, dass solche unsubstanziellen Unternehmen, die faktisch schon fast pleite waren, dann nochmal nach oben gespült wurden, hat Spaß gemacht, da Hedgefonds irgendwie zu grillen, die short waren, kann ich ja alles nachvollziehen, finde ich ja auch lustig. Aber da jetzt eine Zukunft anzudichten, die schlichtweg nicht der Fall ist, das wird eben dann in Zeiten, wo es mit der Liquidität schwieriger wird, auch mal eben ausgepreist. Und das erleben wir jetzt. Und dann meine absolute Lieblingsfirma Tesla mit meinem zweitbesten Freund Elon Musk.
Der hat heute ein paar Optionen ausgeübt, konnte 2,1 Millionen Aktien erwerben für einen Durchschnittskurs von $6,24. Die Tesla-Aktie heute um 6,5% gefallen, steht aber knapp über diesem Ausübungskurs von $6,24, nämlich bei $1,014, als ich das jetzt hier gescreenshottet hatte. Also das war sein Schaden nach wie vor nicht. Und wir sehen auch wirklich heftige Einschläge andernorts. DocuSign, Marktkapitalisierung 46 Milliarden Dollar, ist mal eben 30% heute nach unten gekommen. Hier schreibt Wolf Richter, das Environment, also das ist ein Zitat von DocuSign: "The environment shifted more quickly than we anticipated." Also das Umfeld hat sich deutlich schneller geändert, als wir erwartet hatten. Und Wolf Richter meint dazu trocken: "At the tippy point of the greatest bubble ever, all kinds of stuff can happen." Also auf der Spitze der größten Blase aller Zeiten passieren seltsame Dinge. Ja, kann passieren. Wir sehen dann übrigens auch eine Aktie wie Robinhood, dieser Broker, der im August, noch am 4. August, über $70 stand, ist jetzt bei $22,50, auch 7% unter Druck. Und die meisten Aktien waren ja schon unter Druck. Wir haben also miserablen Breath, also die Marktbreite. Es gibt nur 32 von 500 S&P 500 Aktien, die weniger von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt sind wie der S&P 500 selbst. Das heißt, die allermeisten Aktien, die sind ohnehin schon gefallen. Und es ist so, dass eben hier der S&P ja 20% im Plus ist seit der Jahresbeginn. Und fünf Aktien, nur fünf Tech-Aktien, haben 71% dieser 20%, also fast drei Viertel dieser Gewinne alleine ausgemacht. Und jetzt schauen wir mal, welche Aktien da besonders gefährdet sind. Nämlich Software-Aktien, die eine immense Marktkapitalisierung haben, die deutlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft, deutlich überall dem ist, was auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble war. Und hier sehen wir mal der Prozentteil der Aktien, die mehr als das Zehnfache an Marktkapitalisierung in Relation zu ihrem Umsatz haben. Ich hatte diese Grafik auch schon gezeigt, ist auf einem nie erreichten Allzeithoch. Was jetzt, ich will jetzt nicht so negativ malen, meine Damen und Herren, die nächste Rallye kommt bestimmt, aber was vielleicht wichtig ist, ist, wir hatten heute einen sehr guten ISM-Index Dienstleistung. Aber wenn man sich die Dinge mal anschaut, vor allem den Market PMI, der kurz vorher veröffentlicht wurde, dann stehen da sehr interessante Dinge. Meanwhile, cost burdens surged higher, also die Kosten sind weiter gestiegen. The rate of input price inflation accelerated, hat sich nochmal beschleunigt. Die Kosten für die Unternehmen sind weiter gestiegen. Und jetzt ist das, und dann wird hier gesprochen von der weiteren Verschlechterung der Supply Chains, von soaring wage bills, also von steigenden Löhnen, die die Unternehmen jetzt vergegenwärtigen. Das heißt, ihre Kosten steigen, die Verkaufspreise ihrer Produkte sind auch gestiegen, aber deutlich weniger als ihre Kosten. Das bedeutet nichts anderes, als es jetzt in die Margen geht. Und das war ja das Wunder, das wir im dritten Quartal gesehen haben, dass da die US-Firmen ihre Margen ja sogar verbessern konnten. Das wird jetzt nicht mehr gelingen und die ganze Margendrucksituation, die ganze Inputkostensituation springt über jetzt vom verarbeitenden Gewerbe auch auf den Dienstleistungssektor. Das ist genau jetzt das riesige Problem. Wenn wir uns den Nasdaq 100 mal anschauen, dann sehen wir hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Nackenlinie runter. Nochmal wahrscheinlich an die Nackenlinie ran und dann nochmal runter. Das wäre dann beim Nasdaq ungefähr 15.100 bis 15.200 Punkte, wenn ich das noch richtig erinnere. Damit wären wir auf einem Stand wie Oktober. Aber im Oktober war noch überhaupt nicht die Rede von dieser massiven hawkischen Wende, die Fed inzwischen gemacht hat, mit Inflation als oberste Priorität, die man bekämpfen muss. Also das ist die Lage, wie sie sich darstellt. Und wir sehen hier mal den saisonalen Verlauf, der typisch ist, sodass wir da noch ein bisschen Schwierigkeiten bis Mitte Dezember. Ab Mitte Dezember könnte es dann eben diese Weihnachtsrallye durchaus geben. Vielleicht, weil die Fed dann sagt, also entspannt euch mal, wir wollen euch nicht allzu wehtun. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Und wenn sie nicht raten wollen, sondern adäquat auf den Markt reagieren wollen, dann oder müssen, dann würde ich Ihnen Folgendes empfehlen, nämlich sich mal das anzuschauen, was Rüdiger Born hier zu sagen hat, über den DAX, über den Dow, über den S&P 500. Was tun, wenn was passiert? Das ist jetzt das Entscheidende. Wie sollte man agieren jetzt am Markt? Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns weiter frische dann am Montag wieder. Servus und ciao.